Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tirim. Jetzt geht's weiter mit dem Fußballmanager 18. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. So, dann legen wir mal los. Ja, unser nächstes Freundschaftsspiel steht an. In 2 Tagen gegen Schalke 04. Ja, bin ich mal gespannt. Wir sollen nochmal ein Training einstellen. Das werden wir mal fix machen. Und zwar werden wir ein bisschen auf Regeneration hier gehen. Ein bisschen sprinten, ein bisschen Ausdauer, obwohl das kann weg, Koordination, ein bisschen lange Pässe, große Pässe sollen wir noch üben, machen wir. Und immer Abseitsfälle, was machen wir da? Freistöße, so. Dann geht's hier mit unserer Abwehrgruppe. Natürlich Ball halten. Bisschen. Ne, machen wir nur wieder kurze Pässe. Regeneration haben wir. Dann machen wir dann noch ein bisschen Ball halten. Machen wir noch ein bisschen Pressing. Und ein bisschen Ausdauer. So, hier machen wir das gleiche, ein bisschen Sprungkraft, machen wir ein bisschen Schüsse, Abwürfe, Abschläge. Na, machen wir das mal weg. Mal ein bisschen Elfmeter. Machen wir 1 gegen 1 und allgemein. So, haben wir das auch erledigt. Es sind auch noch 4. Uiui, alles rot hier. Na gut, irgendwo müssen wir anfangen. Irgendwo aufhören. Technik. Dann machen wir ein bisschen Ball halten. Große Pässe. Lange Pässe. So, haben wir das auch erledigt. Erholung. Warum Erholung? Nee. Super, haben wir das auch erledigt? Ja, dann starten wir mal rein in die Woche. Sprich die 2 Tage. Ich würde mal sagen, ich mache mal keinen Cut. Ich gehe mal jetzt... Ja, sind nur 2 Tage. Ja, 1,1 haben wir jetzt auf dem Kontostand. 1,1 Millionen. Ja, cool. Oh, wir haben einen Jugendspieler entdeckt. 32, wow. Ja, ne? Jawohl. Können wir da eigentlich schon Verträge anbieten? Nee. Wird noch alles verweigert, ne? Müssen wir noch ein bisschen warten. Okay. Muss das aber noch im Auge behalten. Nicht, dass wir bald spielen. Na, so kann man das nicht sehen. Wir keine Mannschaft aufstellen können, da kommt ein bisschen blöd. Wie sehe ich denn das? Kalender war das, ne? Ergebnisse. Hier. Am 4. Juli, August. Sprich, übernächste Woche. Na gut. Muss mir echt ein bisschen Gedanken machen. Ja, kann ich ja überhaupt keinen Vertrag anbieten, ne? Die verweigern echt alles hier. Auch keine neuen dazugekommen. Ne. Schade. Na gut. Zur Not muss ich ein bisschen Gori nach unten jagen. Eventuell auch Pascal für 1-2 Spiele. Kann man mich auch eigentlich im Reserve runterjagen? Nee, ne? Nee.
Schade. Okay. Na gut. Und weiter geht's. So. Dann wären wir am 25. angelangt. Ein, zwei Änderungen werde ich vielleicht machen. Da, ne, gegen FC Schalke 04. Jo. Im Emirates-Stadion. Okay. 17, knapp 18.000 Zuschauer werden erwartet. Ui, nee. Marc ist verletzt. Ui. Das ist ja jetzt dumm. Was hat er denn gemacht? Laumann verletzt, Fleischwunde, Marc verlässt. Erkältung, na gut. Nix Schlimmes. So. Gut. Gucken wir mal, was wir jetzt machen. Machen wir so. Kaminski. Dich jage ich mal hier rein. Wegen der Hasselmeier, dann müssen wir hier noch hier ein bisschen wechseln. Kurt. Sag mal, Fabian. 41. Wenn ich 48. Das ist gut. Machen wir so. Code mache ich so. Kaminski kommt mal so. Und Friedelärm. Da kann man ruhig Kaminski hier reinjagen. Hasselmeier. Können wir ruhig so. Ärgerlich. Marc kommt eventuell zurück zum ersten Spiel. Laumann kommt nicht. So wie Witkowski. Na gut. Schauen wir mal. Ab rein im Spiel. Nein, noch nicht. Taktik gucken wir uns nochmal an. Das ist mir egal. Popov kann ruhig das machen. So, Teamvergleich. Harada bewacht ein bisschen Embolo. Oh Gott, 80. Kurt bewacht Harit und Burgstaller bekommen eine Sonderbewachung. Dann können wir mal hier ein bisschen vorsichtig machen. Vorsichtig. Und geht raus, Leute. Habt Spaß. Nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt an Erfahrung. Und dann sehen wir mal, was wir im ja gegen Schalke, ne? Ich finde International Leipzig diese Wappen echt cool, ne? Weiß ich nicht warum. Das hat was. Na gut, los geht's. Los geht's, gebt euer Bestes, ne? Gebt euer Bestes, das schafft ihr schon irgendwie. Hauptsache keine, ja, hohen Niederlagen. Nicht schlechter als 4-1 oder 4 Tore. Das wäre schön. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir das mit der zweiten Mannschaft machen. Ja, ohne Gehalt können wir jetzt auch keine neuen Spieler verpflichten.
wir können so nur 3 Jugendspieler hochholen. Und dann war's das. Vielleicht 1, 2 Spieler von der ersten Mannschaft. Also brauchen wir uns jetzt erstmal nur keine Gedanken machen. Wir müssen erstmal Gedanken machen heute. Ja, Kaminski haut den Ball erstmal raus, aber kommt nicht weit. Und da ist das erste Tor. Jawohl. Ja, Kirsch. Ja, Fährmann sieht da nicht so gut aus gerade. Aber er haut den Ball erstmal raus. Ui. Ui. Nee. Ja, Eckestein holt sich die gelbe Karte jetzt beim Schiedsrichter ab. Hoher Ball, aber kommt nicht ran. Zotke. Aber Embolo ist schneller. Schöpf. Bisschen gewagt mit kein Ersatztor wie der Hüder. Ich werde ein bisschen jetzt defensiv gehen. Muss ich gucken. Henschke könnte es not. Ich gehe ein bisschen defensiv. Also. Na, was heißt defensiv? So. Henschke. Das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Mit einer Spitze nur. Ich möchte nicht so viele Gegentore jetzt haben. Ja, ne? Michalski? Ja, Idee ist gar nicht schlecht gewesen. Schöpf, genau, Popov haut den Ball raus. Kwiaton. Ja, Hasselmeier gibt ab an Michalski, aber abseits. Ja, ist in Ordnung. Bergstaller. Ui, nee. Das reicht. Mehr Tore bitte nicht. Ich weiß, einer wird sich jetzt total freuen. Der Sebastian. Ne? Aber ist vollkommen so in Ordnung. 2-0 ist, bin ich, ne? Wunschglücklich.
Aber 90 Minuten dauert das Spiel, von daher. Ah, jetzt ist Schalke auch im Abseits. Schilling. Haritz. Oh. Stadtbully. Popov. Ja. Sotke haut den Ball raus. Henschke an Michalski. Gib ab an Querton. Er versucht an Michalski ranzukommen, aber schafft es nicht. Lass uns gleich nochmal in Taktik gehen, wenn dieser Angriff. Ich möchte gerne, dass ihr von außen auf das Tor auch schießt. Distanzschüsse. Distanzschüsse. Okay. Jetzt können wir das erstmal so lassen. Macht das so, wie wir das im Training einstudiert haben. Hasselmeier kriegt ein bisschen Kritisierung. Kösch kriegt von mir ein Lob, nee, Motivation. Hast auch Motivation. Zack, zack, zack. So, zur Not holen wir ihn rein für Henschke. Aber ich lasse so einen Moment noch. Ja. Warum nicht? Erster Angriffversuch gewesen. Ja. Ist in Ordnung. Burgstaller, ja. Tänzelt da rum und macht das, ja, sein drittes Tor hier im Spiel. So, wir wechseln gleich mal aus. Ah, das wollte ich gerade sagen, ne? So, pass mal auf. Hier machen wir einmal rein. 49. Denn Hasselmeier. Kommt Pascal rein. Ich komme auch rein. Wegener. Rest warte ich ein bisschen. Henschke. Ja. Kurz. Aber Haritz holt sich den Ball. Schöpf,
Potts. Ja. Harit mit einer Flanke, genau. Oh, 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 der Burgstaller. Keine Chance, ne? Keine Chance. Ich wollte keine Gegend, nicht noch mehr Tore haben. Und was ist? Harit geht raus. Ah! Was war das? Tja, ein Torfestival. Egal. Freude ist nur ein Freundschaftsspiel. Ja. Harada. 39. Oder Code. Nimmt nicht viel, ne? Ah, ja. Ja. Ja, Michalski. Idee ist schon mal gut. Und das Tor ist hier. Genau hier. Fiedler, Potts. Harada holt sich den Ball. Leer. Ja. Kirsch. Fängt mal im Spiel den Ball. Ja gut. 5-0. Ja. 5 Tore durch. Burgstaller. Hm. Begeisterung ist was anderes. Aber es ist okay. 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 Das sah mir heute nicht so gut aus. Na gut. So, Pause, Pause, Pause. Ja, da sahen wir nicht so gut aus mit der Vorbereitung, ne? 3 Spiele, 3 Niederlagen. Ja, super. Aber ist in Ordnung. Wir haben Erfahrung gesammelt. Von Geld ist es gekommen, ne? Fast 1-3. Ja, sehr schön. Golf Challenge. Ja, mach mal. Sie gewinnen mit einer souveränen Vorstellung trotz heftiger Gegenwehr. Okay. Und was hat mir das jetzt gebracht? Egal.
Gut. Ja, ich hoffe, dass Mark wieder fit wird. Das muss ich nochmal Bett hier hochholen. Tja. Oder wir holen als Ersatztorhüter ein Jugend hoch. Den Arndt. Jetzt geht's, oder was? Nee, zwei haben wir schon. Mehr brauche ich nicht. Ich möchte Simon haben, zum Beispiel. Ah. Ja, ohne Geld. Ohne Geld kann man nichts machen. Finanzstatus. Budgetänderung. Ich brauche da mehr Geld. Ah, das traue ich mich nicht. Na gut, nützt nichts. So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du nächste Folge wieder einschaltest. Ja, in die nächste Folge geht's los mit dem ersten Ligaspiel gegen... Ja, Judelo. Wo auch immer das ist. SSV Judelo 2. Warum 2? Keine Ahnung. Na. Gut. So. Ich spreche mal fix ab und dann sehen wir uns in der nächsten Folge uns wieder. Also, bye bye. Ich bin jetzt wie weg. Bye.